Als ich in Wiesbaden eingekommen bin, war ich in einer Notaufnahme. Der Weg war sehr anstrengend und ich war froh, dass ich das endlich geschafft habe. Ich habe endlich so in Ruhe gegessen. Ich habe auch endlich in Ruhe geduscht, meine Klamotten gewaschen. Die Reise von Aleppo nach Wiesbaden hat einen Monat gedauert. Ich fand Wiesbaden schön und habe nette Leute hier kennengelernt. So habe mir gedacht, ich kann hier in Wiesbaden bleiben. Ich habe direkt, als damals die vielen Flüchtlinge in Wiesbaden ankamen, in der Notaufnahme, als Deutschlehrerin Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, habe das ehrenamtlich gemacht und habe dabei Hüseyin kennengelernt. Hüseyin saß in der ersten Reihe und war einer von den Schülern, die sich wirklich gefreut haben, dass endlich Deutschunterricht stattfindet. Mein Sohn, der damals mit war im Deutschunterricht, hat sich mit Hüseyin sehr schnell angefreundet. Die beiden haben sich zum Schachspielen, zum Skateboardfahren verabredet und so kam Hüseyin öfter in unsere Familie zu Besuch. Woran ich mich erinnern kann, dass ich ein normales Kind wie alle Kinder hier in Deutschland war. Und ich bin in die Schule gegangen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe Fußball gespielt, ich war ein normales Kind. Wir haben in der Stadt in Aleppo gelebt und es war eine normale Straße und unser Haus war eine Wohnung, so eine große Wohnung mit 5 Zimmern. Ja, ich vermisse meine Stadt, meine Straße, mein Haus. Meine Mutter, meine Familie. Hüseyin ist auch nicht der erste Muslim, mit dem ich Kontakt habe oder der erste Kontakt in die muslimische Welt. Aber Hüseyin ist jemand, mit dem ich sehr viel Zeit verbringen durfte und sehr viele Fragen stellen konnte zur Religion, zur Gesellschaft. Manchmal hatte ich Angst, manchmal konnte ich nicht so gut schlafen. Der Krieg in meiner Straße, wo ich gewohnt habe, war sehr extrem. Ich habe den Tod 3-mal oder 4-mal gesehen. In Syrien gibt es ein Gesetz, wenn man 18 ist, dann muss man ins Militär. Ja, und das wollte ich nicht. Ich will gegen keinen kämpfen. Wir haben uns entschieden, Hüseyin in die Familie aufzunehmen, weil wir sehr viel Freude daran haben, ihn zu unterstützen. Ja, ich war froh, dass ich jemanden hier in Deutschland habe, jemanden, der mir hilft, von jemandem ich etwas lernen kann. Über die deutsche Kultur oder über die deutsche Sprache. Hüseyin hat von Anfang an sich unglaublich angestrengt, Deutsch zu lernen, eine Ausbildung zu machen, mit Deutschen in Kontakt zu kommen und ist sehr tapfer hier seinen Weg gegangen. Ich habe mir in den letzten 1,5 Jahren viele rassistische Kommentare anhören müssen, nicht nur wegen Hüseyin, sondern auch wegen meiner Arbeit mit den Flüchtlingen. Aber ich muss sagen, in meinem nächsten Freundeskreis und in der Familie war das gar nicht. Als ich von Syrien nach der Türkei geflogen bin, ich bin in Adana gelandet und in Adana war ich ganz alleine. Ich war mit keinem Freund, mit keinen Eltern. Und das war das erste Mal, dass ich ohne meine Eltern bin. Es gab auch ein Problem, dass die Leute in der Türkei kein Englisch können. Und ich war einfach so in einer Stadt, wo ich keinen Kontakt zu Leuten haben kann und einfach alleine bin. Dass Hüseyin jetzt bei uns in der Familie ist und hier mit uns lebt, ist eine Bereicherung. Was ich jetzt vorhabe, ich will jetzt mein Fachabi schaffen, meine schulische Ausbildung will ich auch schaffen und ich will nachher in der Uni studieren. Wir werden immer miteinander verbunden bleiben und auch immer für ihn da sein, aber sicher geht er irgendwann auch seinen eigenen Weg.